Hallo meine Lieben, ich möchte mit euch heute eine Magnetkarte basteln. Und zwar ist das die hier, der Hirsch, der klebt hier vorne noch mit Magneten drauf. Na? Und hält ganz gut, weil es recht starke Magneten sind. Und da muss man wirklich ein bisschen tüfteln. Ich vermute einfach, dass der kleine Hirsch hier doch noch zu groß ist. Ich stelle mir den am Anfang immer ein bisschen schräg. Dann kann man die Karte ziehen und ziehen und ziehen. Und irgendwann ist es dann hier drauf. Ich mache das Ganze jetzt nochmal ein bisschen anders, damit ihr auch was anderes seht. Aber die Grundform der Karte wird gleich bleiben. Und dann fangen wir mal an. Ich sage euch zuerst mal, was wir brauchen. Meine Zahlen sind alle in Inch, weil ich so am besten rechnen konnte. Das ist einmal die Kartenbasis, also die große. Das ist 5 7/8 mal 8 1/4. Dann braucht ihr dieses Teil, was wir rausziehen. Das ist 5,5 mal 3 3/4. Dann brauchen wir die weißen Aufleger. Ich habe da so einen kleinen Punkt, den muss ich unbedingt behalten. So, das ist einmal, was auf die Karte von außen kommt. Das ist 5 5/8 mal 3 3/4. Ihr seht, das sind schon echt auch so krumme Zahlen. Und das ist der Aufleger, der hier auf die Ziehkarte reinkommt. Und der ist 5 1/4 mal 3 1/2. Ich setze euch das aber auch alles wieder in die Infobox. So, jetzt müssen wir mal die ganzen Teile. Ich habe nämlich mir schon ein bisschen was vorbereitet. Ich will das Video nicht so lang werden lassen und werde auch die Dekoration so ziemlich alleine machen. Es geht ja nur um die Grundkarte und wie und wo der Magnet gesetzt wird. So, jetzt können wir nämlich mit den Falzen schon anfangen. Dazu nehmt ihr euch das große Teil, das 5 7/8 mal 8 1/4. Und das Ganze wird dann gefalzt bei 4 und bei 8. Ich mache bei dem Strukturpapier mal gern beide Seiten und falze es dann so ein bisschen, damit mir da auch, ja, nichts kaputt geht. Und dann müssen wir uns diese kleine Ecke hier hinten noch falzen. Das wird nämlich unsere Klebelasche. So, auf diese Klebelasche, und zwar außen, Digitape. Nehmt da ruhig eins, was richtig gut klebt. Meine Schere fehlt. So, und jetzt müsst ihr euch natürlich überlegen, wie wollt ihr die Karte aufziehen? Ich muss ehrlich gestehen, ich war jetzt ein bisschen faul. Hätte den Stempelabdruck, den ich machen möchte, und zwar von diesem Lawn Fawn Set, spiegeln müssen. Hatte ich keine Lust. Und somit muss ich die Karte, die haben wir ja so rausgezogen, und die andere müssen wir einfach so rausziehen. Das heißt, ihr müsst euch entscheiden, welche der Seiten ihr zukleben möchtet. Also ich muss jetzt diese zukleben, weil ich die so rausziehen möchte.
Das heißt, da kommt dann auch nochmal Sticky Tape hin. Dann ist es natürlich noch zu wichtig, wo diese Klebelasche hinkommt. Die mache ich persönlich nach unten, dass dann diese Kante unten zu sehen ist. Das heißt, ich muss hier, ich hoffe, ihr versteht das, dann mein Klebeband setzen. Mache ich dann auch schon mal ab, damit ich das runterdrücken kann. Dann mache ich das ab. Um euch das Ganze zu erleichtern, könnt ihr natürlich auch einen Umschlag nehmen, dann hier diese Einstecklasche zukleben und hier an der Seite das einfach nur aufschneiden. Ich finde es mit dem Cardstock irgendwie schöner. So, das wäre dann schon mal fertig. Was wir auch schon machen können, ist diese Mattung hier drauf zu kleben. Da kommt noch nichts drunter. Ich habe bei der anderen Karte auch den Fehler gemacht, dass ich so 3D-mäßig geklebt habe. Mir dann praktisch mit dem Hirsch alles im Weg war, was abgestanden hat. Da müsst ihr natürlich genau gucken, was habt ihr für ein Motiv, was sich bewegt, wie groß ist das und wo kommt das überall dran. Aber das war auch die erste Karte, die ich gemacht habe, somit war das ganz gut. Jetzt müssen wir hier in diese Karte, hier wo die Öffnung ist, noch einen kleinen Halbkreis reinmachen. Ich habe hier nur diese, das ist die einzige Kreisstanze, die ich habe. Ich wollte gerade mal gucken. Nee, ist keine Millimeterzahl drauf, aber ich glaube, das ist auch die kleinste Karte, die ich, die kleinste Kreisstanze, die ich habe. Also die einzigste und ich glaube, das war die kleinste, die man kaufen konnte. Da mache ich so ungefähr die Hälfte des Kreises. Guckt, dass es auch gut die Mitte ist. Und hoffe, dass es noch etwas hält. Mir ist nämlich auch mein Eckstanzer kaputt gegangen. Den habe ich jetzt echt lange. Ich habe ihn aber auch nicht wirklich viel benutzt. Und als ich jetzt ein Mini-Album gemacht habe, ist er mir komplett kaputt gegangen. So, dann wäre das schon mal das. Jetzt kommen wir an die Stempelei. Und das würde ich dann einfach auch ganz schnell machen, dass das auch ganz schnell geht. Das habe ich jetzt mit dem Army Green bestempelt. Und dann die kleinen Weihnachtsbäume, wo das Auto dann so durchfahren kann. Da kommt dann ganz später noch das hier so drauf. Muss ich nur bloß nochmal gucken, ob ich es vielleicht auch oben drauf mache, unten drauf mache oder oben. Gucken wir mal. So, was ihr auch unbedingt braucht, sind Magneten, also zwei Stück, also ein paar,
und der soll hier auf das Auto. Da habe ich mir ein bisschen Aquarellpapier genommen und hier mit dem Senfgelb koloriert und die Scheiben mit der Pflaume. So, hier kommt jetzt das Magnet hinten drauf. Ich hoffe, dass das jetzt mal besser geht. Ich habe das jetzt noch nicht getestet. Zwar selbstklebende Magneten, aber ich mache immer gerne noch mal ein bisschen Jumbo hinten drauf. Und dann habe ich mir noch so ein ganz kleines Gegenstück ausgeschnitten, damit die Haftung, weil die Magneten sind schon sehr stark, nicht ganz so groß ist. Ich bilde mir ein, dass es dann ein bisschen besser läuft. Schon mal das Auto fertig. So, hier wollte ich auf jeden Fall auch noch ein paar Autos draufstempeln und auch noch ein paar Bäume. Ich glaube, ich würde das noch innen machen. Wir ziehen es ja dann hier raus und das Auto würde dann praktisch hier irgendwo so landen. Also mache ich das um das Auto herum so ein bisschen. So, dann habe ich mir diese ganzen Stanzteile gemacht. Also das Auto sollte auf jeden Fall hier oben einen Baum drauf kriegen. Da setze ich mir dann hier oben einfach so einen ganz kleinen Klebepunkt. Obendrauf können wir so viel setzen, wie wir möchten. Das beeinträchtigt dann nicht das Gleiten des Autos. So. Jetzt kommen wir nämlich dazu, dass wir gucken müssen, wo wir das Magnet hinsetzen. Ja, finde ich eine ganz gute Stelle. Da würde ich das Magnet einfach hinsetzen. Ihr müsst gucken, dass es nicht ganz so weit hinten ist, weil da kommt ihr sonst mit eurer Karte nicht mehr hin und das Magnet soll ja gut halten. Ich setze mir die Karte einfach hier vorne an. Dass es hier nicht so weit hinten ist. Ne? Das wäre viel zu weit hinten. Schön weit vorne ansetzen. Und dann gucken, wo kleben wir die Magneten hin. Dann nehme ich mir dann das Gegenstück. Ihr solltet gucken, dass ihr vielleicht so flache Magneten wie möglich nehmt. Und die würde ich dann einfach hier so hinsetzen.
Markierung, weil ich muss jedes Mal gucken, wie der Magnet aufgeklebt wird. Das ist unglaublich. So, dann mache ich mir hier auch wieder so einen kleinen Klebepunkt. So, damit das Ganze nachher nicht so doof aussieht, mache ich mir die allerkleinsten Abstandshalter, die ich habe, einmal so ein bisschen drumherum. Ich glaube, die sind gerade mal 1 mm, mehr dürften die nicht haben. Die Erhebung vom Magneten sieht da nicht ganz so schlimm aus, finde ich. So. Jetzt wollte ich hier auch noch ein paar Autos drauf machen. Und das habe ich vergessen. Jetzt müsste ich eigentlich noch mal welche ausschneiden. Aber das mache ich einfach später. Und die müsste ich dann tatsächlich spiegeln. Also machen wir das später. So, wie ihr das jetzt aufbringen könnt, ohne dass ihr da eine Riesensauerei macht, zeige ich euch jetzt auch gleich mal. So, ich nehme mir dazu so eine Silikonmatte, mache auf die Silikonmatte ein bisschen Tombow. Habe ich hier so einen Glitzischwamm. Den habe ich mir in ein paar Teile geschnitten und den kann man immer wieder nehmen. Wenn ihr noch viel Kleber drauf habt, packt den einfach luftdicht ein in so einer Box oder so. Und dann gehe ich so ein bisschen in den Tombow, dann nebendran und dann betupfe ich einfach meinen sehr filigranen Spruch. Hier nochmal dasselbe. Die Silikonmatte könnt ihr danach gut abwischen. Und hier kommt halt nur was hin, wo Cardstock ist. Der Rest bleibt auf der Matte. Dadurch, dass es ja nur raufgetupft ist, kann euch an den Seiten da nichts rausquillen. Ich glaube, diesen I-Punkt setze ich mit dem Stempel. Das wird sonst sehr tricky. So, jetzt haben wir dieses schon mal fertig. Man könnte natürlich hierfür auch dieses doppelseitige Sticky-Tape nehmen. So, dann setze ich mir hier wieder einen Klebepunkt drauf. Und dann
müsst ihr die Rückseite der Mattung entweder ja, Kleberroller, ich nehme am liebsten halt Tombow. So, das kommt dann hier drauf. Wie gesagt, immer gucken, dass ihr für alles in der richtigen Richtung seid. Dann können wir das hier schon mal grob einstecken. Funktioniert mit dem Auto schon besser als mit dem Hirsch. Ja, ich denke, das ist gar nicht so schlecht. So, jetzt müssen wir noch. Ja, die Magneten sind sehr stark. Also ihr müsst natürlich auch gucken, dass es Magneten sind, die gut halten, damit das auch durchgezogen wird durch diese ganzen Cardstock-Schichten. Und jetzt tue ich mir das hier nochmal so rein. Damit ich weiß, nee, das wird gar nicht ausgestanzt, das erzähle ich euch dann. Hier habe ich extra die zwei Kreise, die habe ich auch mit der gleichen, müsstet ihr vielleicht auch machen, mit dem gleichen Durchmesser. Dann die Karte so einschieben, dass sie fast drin ist, vielleicht nicht ganz. Dann mache ich mir auf eine Seite vollflächig, was kommt der Gegenstück dran, Tombow drauf. Und das setze ich mir dann dahin. Dann auch die Aussparung ist. So, und das Stück kommt einfach dagegen. Dann gucke ich, wo in etwa so das Auto langfährt. Das heißt, ich könnte mir hier unten ein Geschenk hinkleben. Das würde ich dann auch mit diesen 1 mm Abstandshaltern machen. So, jetzt habe ich nochmal ein bisschen rumgebastelt und habe hier doch so ein 3D-Element draufgeklebt. Ich hätte sonst nicht mehr ordentlich hingekriegt. Das hakt da jetzt natürlich ein bisschen. Jetzt könnt ihr auch mal sehen, dass es keine gute Idee ist, wenn man da irgendwas Erhobenes macht. Also es geht jetzt ein bisschen besser. Ich habe es schön runtergedrückt. Ja, es war mir sonst einfach zu kahl da vorne auf der Karte. Könnt euch hier jetzt noch ein Loch reinstanzen und ein Band reinmachen. Aber ich finde das jetzt für diese Karte ganz schön, dass da nur so ein Tab ist zum Rausziehen. So, so funktioniert das Ganze. Das war's dann auch schon für heute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einfach einen Daumen hoch da. Und ansonsten.
ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.